das ist recht gut gegangen, weil dann hat man, wie soll ich sagen, man hat einen Mensch vor sich. Und gerade der Markus B. ist relativ normal. Also das ist weder ein Psychopath, noch ist er wahrscheinlich sexsüchtig oder auf andere Art und Weise seltsam, sondern das ist ein recht normaler Typ. Was er aber tut, ist in dem Sinne ja nicht normal oder entspricht zumindest nicht gesellschaftlichen Konventionen. Sagt der Surprise-Redakteur Klaus Petrus über den Markus B. Der Markus B. ist ein Freier. Zahlt 2-3 Mal pro Woche eine Frau für Sex. Der Klaus Petrus wollte wissen, warum. Die Recherche hat ihn unter anderem in ein Freierforum geführt. Und entstanden ist die Geschichte mit dem Titel «Ansichten eines Freiers». Unser Surprise-Tag, das mal über die Geschichte hinter dieser Geschichte. Ich bin Simon Bergins. Hallo zusammen. «Ansichten eines Freiers». Klaus Petrus, du hast eine Geschichte gemacht über einen Freier. Wir erfahren sehr viel über den Mann und auch natürlich, warum dass er für Sex zahlt. Jetzt vielleicht zuerst einmal zum Infinden. Du bist ja in so einem freier Forum gewesen. Wie kommt man dort an? Ist das schwierig? Ja, es ist insofern schwierig, als dass man einfach wissen muss, dass das überhaupt gibt. Die Freierforen, sobald man da drin ist oder sich dann ein bisschen kundig macht, merkt man, dass das recht verbreitet ist. Also es gibt diverse Freierforen, wo die betreffenden Männer, ich gehe mal davon aus, dass eigentlich nur Männer sind, dass die Männer über ihre Bedürfnisse da reden, diskutieren, aber insbesondere, und das ist der Hauptteil, die Sexarbeiterinnen bewerten. Also die Dienstleistungen bewerten, aber auch das Aussehen bewerten. Also eigentlich fast so, wie man ein Ware bewertet, eine Sache oder eben eine Dienstleistung. Und das klingt ein bisschen, das klingt ziemlich grusig eigentlich. Also einfach so über Frauen quasi reden und sagen, ich gebe deren ein 8 und deren ein 3 und deren ein 7 und so. Genau so ist es. Also es gibt wirklich ein Bewertungssystem, wo verschiedene Kriterien dann irgendwie da diskutiert werden und entsprechend, wie gesagt, die Prostituierten, die Sexarbeiterinnen eingeschätzt werden. Und das ist schon, wenn ich so darf sagen, gewöhnungsbedürftig. Weil das ist nicht nur die Art und Weise, wie Frauen da angeschaut werden, sondern insbesondere auch, wie über sie geredet wird. Und das ist zum Teil befremdend, zum Teil ist abstoßend. Und zum grossen Teil ist auch sehr, wie soll ich sagen, es ist sehr sachlich. Also es ist so in einer Sprache geschrieben, dass man wirklich das Gefühl hat, hier wird über eine Sache, über ein Objekt geredet. Und das ist eigentlich verstörend an der ganzen Sache. Jetzt hast du ja mit dem Markus B. dann Kontakt aufgenommen. Ist das einfach gegangen? Weil letztendlich trifft man sich dort, um eben die Frauen zu bewerten, die Dienstleistung zu bewerten. Es ist eine Art, eben, wie ein TripAdvisor stelle ich es mir ein bisschen vor, aber eben einfach über Menschen, über Frauen. Jetzt ist meine Frage, wie hat denn der reagiert, wo du dich als Journalist quasi ihm näher ist, virtuell, und sagst, hey, ich würde gerne etwas über Freier machen. Ich könnte mir vorstellen, dass da eine grosse Zurückhaltung oder eine Abwehrhaltung war bei ihm und bei anderen. Ja, ich habe mich tatsächlich in das Forum. Ich habe mir einen Benutzernamen zugelegt und bin in dem Sinne nicht aktiv gewesen, aber ich habe einfach Zugang zu diesen Beiträgen, durch das, dass ich mich registriert habe. Und ich muss sagen, ich habe recht lang, also über Stunden hinweg, habe ich mich über eine gewisse Zeit in dem Forum bewegt und habe probiert, gewisse von diesen Freier irgendwie zu lokalisieren, mir genauer ihre Beiträge anzuschauen. Zum Teil sind das Leute, die seit Jahren schon in diesen Freien Foren tätig sind, wenn man so kann sagen. Und der Markus B. war einer von drei gewesen, mit denen ich nachher Kontakt hatte. Und ich habe mich tatsächlich relativ schnell in dem Sinne geoutet als Journalist und habe gesagt, dass ich gerne ein Porträt schreiben würde. Und der Zugang, den ich gewählt habe, war der, dass ich versucht habe, sehr wertfrei eigentlich an die ganze Sache und damit auch an Ski als Freier heranzutreten. Also ich habe relativ klar gesagt, dass es mir nicht darum geht, um Verurteilungen oder Vorverurteilungen, sondern wirklich der Versuch, ein Porträt zu machen und damit auch genauer zu verstehen,
was die Beweggründe sind, warum dass sie das machen, auf welche Art dass sie das machen, was das heisst für ihr persönliches Leben, für ihre eigene Einschätzung, aber natürlich auch der Umgang oder die Betrachtung der Frauen. Und ein Punkt, glaube ich, war much entscheidend war, wenn man so will, ist, dass ich offenbar denen reichen und den Eindruck vermittle, dass mir, wie soll ich sagen, nicht darum geht, Klischees zu reproduzieren in dem Porträt. Und ich glaube wirklich, dass jetzt die drei Typen, die ich nachher da engeren Kontakt hatte, wirklich alles das Gefühl haben, dass sie unter einer Stigmatisierung leiden, im weitesten Sinne. Obwohl die drei sich nach aussen hin ja nicht als Freier zu erkennen geben, also die führen tatsächlich ein Doppelleben. Aber trotzdem, die Stigmatisierung, die Vorurteile, die Verurteilung, die vielleicht auch Doppelmoral, was in Ort und in einer Gesellschaft ist etwas, was ihnen zu schaffen macht. Und vielleicht war das der Grund gewesen, dass sie sich nachher in Anführungszeichen geöffnet haben und recht, ja, sehr offen und unmittelbar über das alles geredet haben, insbesondere der Markus B. Über das würde ich gerne noch ein bisschen reden, insbesondere mit dem, was er dir alles erzählt hat. Ausführlich lesen wir es natürlich in der neuen Ausgabe vom Strassenmagazin. Aber jetzt vielleicht noch ganz schnell zurück zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Quasi eine wertneutrale Betrachtung kann man ja als Mensch nie richtig schaffen, weil man ja selber auch Gefühle und Emotionen in sich trägt. Wie gut ist dir gelungen, das immer so sehr sachlich anzuschauen, so wie du ihnen auch quasi offeriert hast, bevor sie sich auf das Gespräch einlassen haben, oder eben er sich auf das Gespräch einlassen hat, der Markus B. Ich meine, es macht ja immer etwas mit einem, wenn man Sachen liest und Sachen erzählt bekommt. Ist das einfach gewesen, um das immer neutral und sachlich zu betrachten? Also während der Recherche, muss ich sagen, ist mir, denke ich, mir recht gut gelungen. Also ich habe mich nachher einfach entschieden, dass ich nur ein Porträt über einen will machen und nicht über die drei. Der Markus B., ich habe mich insgesamt dreimal mit ihm getroffen und wir haben sehr lange miteinander geredet. Ich habe wirklich probiert, fast jedes Detail aus ihm rauszukriegen, was ich in diesem Text kann irgendwie auch verwenden kann. Das ist recht gut gegangen, weil dann hat man, wie soll ich sagen, man hat einen Mensch vor sich und gerade der Markus B. ist relativ normal. Also das ist weder ein Psychopath, noch ist er wahrscheinlich sexsüchtig oder auf andere Art und Weise seltsam, sondern das ist ein recht normaler Typ. Was er aber tut, ist in dem Sinne ja nicht normal oder entspricht zumindest nicht gesellschaftlichen Konventionen und muss auch in den Dimensionen wirklich hinterfragt werden. Aber er als Mensch kommt relativ normal, aber recht clever hat mich gedacht. Was ich mir nachher wirklich schwer getan habe, ist beim Umsetzen, als ich angefangen habe zu schreiben. Weil da war wirklich der Punkt, ich habe so viel Material, ich habe so viel Detail und eine einzige dann eine andere Reihung von dem Material ergibt ja jeweils ein anderes Bild. Und da ist nachher die Frage natürlich aufgekommen, was für ein Bild soll das am Ende eigentlich geben? Also was soll die Person, die das nachher liest, für einen Eindruck haben von dem Markus B.? Und das war eher das Problem gewesen, oder da habe ich mir recht schwer getan im Detail, wie ich es machen will. Ich habe den Text auch diversen Leuten zu lesen gegeben, um mir irgendwie euch irgendwie rückzuversichern, wie es funktioniert oder was für eine Wirkung das Ganze hat. Es ist umfangreich, man erahnt es, wenn man es liest, weil es sehr detailreich ist, auch wie seine Abläufe sind, wenn er zum Beispiel zu Prostituierten geht oder zu Sexarbeiterinnen. Und wenn er aber zum Beispiel auch die Intimbeziehung zu seiner Frau pflegt, stelle ich mir das richtig vor. Du hast dich dreimal getroffen mit ihm, hast du gesagt, dass du ihn das einfach fragst und er dir einfach wirklich minutiös antwortet, oder muss man sich da dran herentasten als Fragesteller? Wie läuft das, dass man zu so detailreichen Informationen kommt? Das ist auch eine Frage vom Vertrauensverhältnis. Es ist eine Frage vom Vertrauensverhältnis und ich weiß ja jetzt, ich weiß nicht, wie andere das machen oder so, aber ich versuche in der Regel nicht eine Interviewsituation zu kreieren. Also wirklich nicht eine Situation, wo jetzt ich der bin, der einfach fragt, und der andere antwortet und dann ich habe die nächste Frage und dann geht es so weiter. Sondern ich versuche wirklich irgendwie eine Gesprächssituation zu schaffen, wo man miteinander einfach redet. Also ich selbst frage dann die Details, ich unterbreche den anderen, er fragt mich zum Beispiel zurück. Das sind für mich so ein bisschen, wenn so will, ideale Situationen, die ich probiere zu schaffen. Und Gespräche, glaube ich, Mensch einigermaßen authentisch abläuft und die erzeugen immer eine Art
Vertrauen gegenseitig. Wohingegen die Interviewsituation, das ist einfach meine eigene Erfahrung, die schafft ab und zu so eine seltsam künstliche Atmosphäre, wo jetzt kommt die Frage und dann muss ich genau auf die Antwort und es kommt die nächste Frage und dann kommt wieder. Über die Frage darüber uns entsteht ja dann nachher manchmal nicht viel. Aber wenn du ein Gespräch hast, wo du wirklich hin und her redest, ab und zu Pausen hast, Sachen hinterfragst, nochmal nachfragst und sagst, erklär, sag mir jetzt mal genau, wie läuft das? Ab dem Moment, wo das Date in Anführungszeichen vereinbart hast, nachher dahin fährst, vor der Tür stehst, die Frau tut die Tür auf, dann trägst du den Hunderter in ihre Hand und. Erzähl mir genau, wie das abläuft. Dann in einer Gesprächssituation ist, glaube ich, eher der Fall, dass so etwas dann kommt, wenn du eine herkömmliche Interview-Atmosphäre kreierst. Also das erzählt er von sich aus, das muss man nicht immer erfragen, sondern das kommt so während dem Gespräch auch, kommt vieles ein bisschen an die Oberfläche. Es ist noch interessant, manchmal ja und andere Mal ist der zögerlicher. Und oft denke ich mir auch, ist das auch wieder ein Zeichen für irgendetwas. Also in dem Moment, wo wir zum Beispiel das Thema zuerst mal umgelenkt haben, erinnere ich mich auf sein Verhältnis zu seiner Ehefrau, da war er sehr zögerlich gewesen. Da habe ich in dem Moment lang das Gefühl, jetzt müssen wir fast alles aus der Nase ziehen, was ich natürlich auch nicht wollte. Aber da war die Situation so gewesen, dass ich gemerkt habe, jetzt will er doch mit Informationen sparen. Und ja, das ist einer von den Widersprüchen, mit denen er lebt. Er hat ein, aus seiner Sicht ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Frau, die er offenbar liebt und bewundert, wie er sagt. Und auf der anderen Seite geht er 2 bis 3 Mal in der Woche zu Prostituierten, zu Sexarbeiterinnen. Also das ist ein Widerspruch, der eklatant ist, mit dem er entweder leben muss oder der irgendwie muss zurechtreden. Und das ist zum Beispiel so eine Sequenz, wo er zuerst mit Informationen jetzt irgendwie gespart oder zurückhaltend war. Ja. Ich würde gerne noch schnell andocken beim Markus B. und seinem Verhalten, weil etwas, was ich mir rausgestrichen habe, er ist überzeugt, er betrügt seine Frau ja nicht, obwohl er mehrmals in der Woche zu Prostituierten geht. Verstehst du, warum dass er das Gefühl hat? Ja, das ist wirklich ein sehr interessanter und irgendwie auch spannender Punkt. Verstehe. Also ich habe probiert zu erklären, was seine Sicht ist. Und zwar der Hintergrund ist, glaube ich, dass er unterstellt, dass in unserer Gesellschaft eine Doppelmoral besteht. Auf der einen Seite wird offenbar scharf verurteilt, wenn Männer zu Sexarbeiterinnen gehen. Aber auf der anderen Seite, so sagt er, lebt er zumindest in einem Umfeld, wo fast jede betrügt und umgekehrt. Also er erzählt auf, dass einer von seinen besten Freunden seit Jahren und Tagesverhältnis hat eine Arbeitskollegin, dass Typen aus dem Sportsfrei permanent am Tinder sind, alle sind verheiratet, sind permanent am Tinder und mit eindeutigen Absichten und. Und auf der anderen Seite kommt die, wie er gesagt, Moralkeule immer wieder in Gespräche in der Schüsse, was da heisst, ja, zu Prostituierten gehen, also das ist undenkbar und das ist schlimm und so. Und das ist so ein bisschen die Ausgangslage und vor dem Hintergrund hat er mir gesagt, er würde seine Frau nie auf die Art betrügen, also mit einer Beziehung, wo Liebe im Spiel kann sein, wo Hoffnungen gemacht werden, Versprechen gemacht werden, aber die Affären, die man so üblicherweise kennt, so etwas könnte er sich überhaupt nicht vorstellen. Und er hat mir tatsächlich gesagt, er würde das emotional nicht durchstehen. Also wenn er jetzt würde eine Beziehung anfangen mit einer und sich verlieben und dann würde er nach einem Treffen mit einer solchen Frau heim zu seiner Ehefrau kommen, er würde das nicht prestieren, er würde es nicht schaffen, die Kluft oder ja, der emotionale Gap, der sich da öffnet. Und auf der anderen Seite hat er offenbar überhaupt kein Problem. Also, vielleicht hat er doch irgendwelche Probleme, aber zumindest nach außen hin nicht überhaupt kein Problem, wie gesagt, 2 oder 3 Mal in der Woche zu Sexarbeitern zu gehen. Da, sagt er, ist aber keine Liebe im Spiel. Da sind die Emotionen nicht da. Und das aus irgendeinem Grund, vielleicht auch gesellschaftlich bedingt, findet er, dass es in Anführungszeichen weniger schlimm ist oder zumindest von ganz anderer Art, weder die, ich sage jetzt mal, die herkömmlichen Affären, wo Verliebtheit, Liebe, Hoffnungen und dergleichen mehr im Spiel ist. Und doch hast du ihm ja den Text, den wir jetzt dann in der neuen Ausgabe lesen, «Ansichten eines Freiers», hast du ihm geschickt. Er hat den gelesen und er ist teilweise aber auch verschrocken. Warum?
Ja, ich wollte tatsächlich wissen, wie er auf diesen Text reagiert. Er ist ja völlig anonymisiert. Also der Name ist ein anderer und das Alter ist ein bisschen verändert, die Berufsbezeichnung und, und. Trotzdem, ich wollte irgendwie wissen, ob er sich wiedererkennt. Und dann hat er mir geschrieben und tatsächlich nachher nochmal angeleitet und gesagt, doch, in diesen Passagen durch uns. Und dann hat es aber Stellen gegeben, wo er offenbar erschrocken war, ab sich selbst. Und eine von diesen Stellen ist, wo er herzieht über andere Freier in diesen Freierforen, was sehr abschätzig, wirklich sehr abschätzig über Frauen schreibend und die dementsprechend bewertend. Und er findet das respektlos und so weiter und bringt in dem Zusammenhang im Gespräch, das ich mit ihm hatte, wie als Beleg eine verschiedene Bewertungen von einer Sexarbeiterin, zu der er regelmässig geht und die er euch bei Namen nennt und mit der er eine gewisse Bekanntschaft hat. Und die Bewertung, und das betont er euch, ist sehr, sehr nüchtern und sehr sachlich. Und er hat das wie positiv gemeint damals im Gespräch. Positiv im Sinne von, dass er genau nicht einer von denen ist, der Mittelsprache, indem sie euch nochmal Frauen unterdrückt oder die eben irgendwie abschätzig behandelt. Er nüchtern und sachlich. Er hat gemeint, er beschützt sie eine Art mit einer nüchternen Sprache und einer neutralen Sprache, ursprünglich. Genau. Und nachher im Text, den er gelesen hat, ist mir in dem Sinne auch klar geworden, wie kalt das seine Einstellung zu der entsprechenden Frau ist. Und kalt jetzt wirklich im Sinne von sachlich eben. Er berichtet über sie wie über eine Sache. Und das scheint mir irgendwie, als er den Text gelesen hat, schon irgendwie seltsam eingefahren sein oder gesagt hat, boah, das hat er jetzt so irgendwie noch nie wahrgenommen oder nie so als solches erkannt. Vielleicht noch etwas, was mir während dem Lesen ein bisschen aufgefallen ist. Wo machst du Unterschied oder beziehungsweise warum sagst du konsequent Sexarbeiterin und warum nicht Prostituierte? Gibt es da Unterschied? Kann man das irgendwie erklären? Oder ist das einfach eine Art Philosophiefrage? Weil es aus dem ersten Blick scheint mir beides nicht abwertend, wenn man es so sagt oder benennt. Ja, es ist tatsächlich so, dass der Begriff von Sexarbeit jetzt im Deutschsprachigen Raum noch nicht so verbreitet ist und er ist primär, glaube ich, ein politischer Begriff, in dem sie, als dass die ihn verwenden und wollen darauf aufmerksam machen, dass das eine Form von Arbeit ist, die Dienstleistungen, die die Frauen anbieten und dass letztlich auch darum geht, jetzt auch als politisches Ziel darum geht, die Arbeitsbedingungen von diesen Frauen wesentlich zu verbessern und sie im Rahmen von diesen bestehenden Arbeitsbedingungen zu schützen und so weiter. Also das ist wirklich euer Versuch, mit dem Begriff den Blick zu lenken, den Akzent zu setzen auf die Arbeitsbedingungen, die prekären, die wesentlich müssen verbessert werden. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist der, dass mit Prostitution oft euch verbunden wird, Dienstleistungen, die angeboten werden, unter Zwang. Und das ist tatsächlich in vielen, vielen, vielen Fällen so. Der Begriff wird dann aber wiederum abgegrenzt gegenüber Menschenhandel, wo eklatante Verstöße sind, auch gegen Menschenrechte. Also das ist so vom Begrifflichen her, gibt es Unterschiede, die sind zum Teil scharf und zum Teil ein bisschen schwammig. Ich selbst habe jetzt im Rahmen von dem Text über den Freier im Porträt selbst eher von Prostitution geredet, wie er selbst nie den Begriff von Sexarbeit würde verwenden. Habe ein paar Nummern vorher im Asylpreis ein Porträt geschrieben über eine Frau in Biel. Und da wiederum ist sehr stark um den Aspekt von der Sexarbeit gegangen. Und da wiederum habe ich eigentlich konsequent den Begriff Sexarbeit gebraucht. Ich weiss, du hast mit diesem Text natürlich vor allem die Hintergründe publik machen, wie zum Beispiel ein Freier funktioniert vielleicht im Kopf oder wie er sich das selber auch so arrangiert, dass er das neben der zum Beispiel Ehe im Geheimen einfach so macht und mit dem auch lebt. Und trotzdem, mir begegnet das Thema immer wieder im bekannten Kreis Prostitution. Und das ist nicht so einfach ideologisch gefärbt, sondern da gibt es mega unterschiedliche Wahrnehmungen, wie man dem, ich sage jetzt mal gleich Problem, will begegnen. Weil es geht ja, in den meisten Fällen geht es gleich um Menschenhandel, es geht gleich um Herabwürdigung von Menschen, von Frauen, weil 99%
sind, glaube ich, Männer, die sich Sex erkaufen quasi. Also es sind häufig Frauen, die sich prostituieren lassen oder Sexarbeit anbieten. Und meine Frage ist, hast du eine andere Einstellung? Jetzt, du hast eben gesagt, du hast mit einer Sexarbeiterin ein Porträt gemacht vor ein paar Ausgaben, jetzt das über den Freier. Gibt es da etwas, was sich bei dir anfängt, irgendwie ändern oder verfestigen, wie man mit dem Problem umgeht? Also mich hat es, glaube ich, eher bestätigt in einer Ansicht, die ich irgendwie schon hatte, aber die vielleicht relativ vage war, nämlich, dass Kriminalisierung wohl der falsche Weg ist. Also es gibt ja die verschiedenen Zugänge und Muster oder Ansätze von der Kriminalisierung, ob man jetzt nur die Sexarbeiterinnen kriminalisiert oder aber die Freier oder aber die, was es betreibt, also die Zuhälter, Hinterschicktra, Bordell und so weiter und so fort. Und ich glaube wirklich, dass fast jede Form von Kriminalisierung zwangsläufig zum Schaden ist von den Sexarbeiterinnen. Weil ganz viele Leute, wie du vorher betont hast, ganz viele Frauen haben keine andere Wahl. Sie müssen ja also euch unter noch schlechteren Bedingungen die Dienste anbieten. Und es gibt immer, wird ganz sicher immer Freier geben, die nichtsdestotrotz die Dienstleistungen werden in Anspruch nehmen, aber wiederum eben unter anderen Bedingungen. Und die Bedingungen sind eigentlich immer für die Sexarbeiterin schlechtere Bedingungen. Bis hin zu Illegalität, wo nachher die Gefahr von Ausbeutung und Gewalt noch grösser ist, was ohnehin ist. Und von dem her die Idee, dass man versucht, die Arbeitsbedingungen von diesen Frauen zu stärken, also zu verbessern und sie, indem sie euch rechtlich zu schützen, das ist etwas, was mich deucht, ist vermutlich wirklich der nachhaltiger und lohnender Weg. Und die Recherchen, die ich jetzt gemacht habe in dem Milieu, wenn man so will sagen, haben mich eigentlich in dem bestätigt. Wir könnten, glaube ich, noch sehr lange über das Thema reden, aber für das langt jetzt heute mal nicht. Wir haben aber auch noch die Möglichkeit, eben deinen Text, deine Recherchen ausführlich zu lesen, dann im neuen Magazin. Danke vielmals fürs Gespräch, Klaus. Danke dir. Zu der Geschichte «Ansichten eines Freiers» gibt es dann auch noch Fakten zum Thema Kriminalisierung. Also was passiert, wenn man Zahlen für Sex strafbar macht? Oder zu der aktuellen Wissenschaft, die nur wenig Daten hat, zum Beispiel zu Freier. Und natürlich die ganze Geschichte von Klaus Petrus in der Strassenmagazin Ausgabe 492. Und wir hören uns kurz vor der nächsten Heftausgabe mit dem nächsten Surprise-Tag. Macht's gut, bis dahin.